willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Woche habe ich ja ein Verlosungsvideo gemacht zu meinen 10.000 Abonnenten. Und zu diesem Anlass habe ich euch gefragt, was für ein Rezept wünscht ihr euch eigentlich? Also was würdet ihr gerne mal auf meinem Kanal sehen? Ihr könnt übrigens immer noch am Gewinnspiel teilnehmen. Das verlinke ich euch einfach mal hier oben unter dem i, also unter der Infocard. Und auch gerne mal unten in der Infobox. Dann könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Auf jeden Fall wurde sich eine Sache wirklich von ganz, ganz, ganz vielen von euch gewünscht. Und eigentlich stand es schon, sogar schon ziemlich lange auf meiner Liste. Warum ich ihn bis jetzt noch nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir heute wirklich einen der Klassiker, finde ich. Und zwar machen wir heute Frankfurter Kranz. Ich glaube, jeder kennt von euch Frankfurter Kranz und der ist nicht besonders schwer zu machen, dafür ein bisschen aufwendiger zu machen. Ja, aber ich will gar nicht lange reden. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. So, bevor wir jetzt mit dem Teig anfangen, bereite ich jetzt als allererstes mal die Backform vor. Ich habe jetzt hier eine 26er Springform mit Rohrbodeneinsatz. Ihr könnt natürlich aber auch eine spezielle Frankfurter Kranzform nehmen. Dafür gibt es nämlich spezielle Formen. Ich persönlich sehe es aber nicht ein, da eine Form extra für zu kaufen, deswegen mache ich das eben so. Geht meiner Meinung nach auch völlig problemlos. Und ich kann euch aber trotzdem mal unten in die Infobox eine Frankfurter Kranzform verlinken. Falls ihr euch die irgendwie zulegen wollt, könnt ihr das natürlich ganz gerne machen. Und die werde ich jetzt als allererstes richtig schön gründlich einfetten und danach mit Mehl bestäuben. Haben wir die Form auch schon fertig vorbereitet und die können wir jetzt erstmal beiseite stellen und jetzt kümmern wir uns um den Teig. So, als nächstes bereiten wir den Rührteig zu und dazu vermischen wir erst alle trockenen Zutaten miteinander. Ich habe jetzt hier in dieser Schüssel Kartoffelmehl bzw. Kartoffelstärke. Dazu kommt ein bisschen Mehl und Backpulver. Und das wird jetzt erstmal miteinander vermengt. So, als nächstes brauchen wir dann eine bisschen größere Schüssel und in diese Schüssel kommen jetzt erstmal ein paar Eier. Zu den Eiern kommt eine Prise Salz und Zucker. Und das Ganze wird jetzt erstmal richtig schön schaumig aufgeschlagen. So, nach ungefähr so 2-3 Minuten sieht das Ganze jetzt so aus und dann brauchen wir als nächstes Butter. Die habe ich einfach vorher in der Mikrowelle schmelzen lassen, die kommt da jetzt dazu. Und das wird nochmal kurz untergerührt. Dann brauchen wir als nächstes ein feines Sieb und da hinein kommen jetzt die trockenen Zutaten und werden dann zu der Eierbuttermasse gesiebt und das Ganze wird dann ganz vorsichtig mit dem Schneebesen untergehoben. Ich gehe jetzt noch einmal mit dem Teigschaber einmal hier durch, falls sich so ein bisschen was von dem Mehl am Boden abgesetzt hat. So, und damit ist der Teig auch schon fertig und den geben wir jetzt in unsere vorbereitete Backform. So, und damit ist der Kuchen jetzt auch schon bereit für den Backofen. Den habe ich in der Zwischenzeit natürlich vorheizen lassen und zwar auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und da kann der Kuchen jetzt backen für ungefähr 40 Minuten.
So, als nächstes machen wir mit der Buttercreme weiter und dazu müssen wir jetzt als erstes einen Pudding kochen. Ich habe mir jetzt hier schon mal einen Topf hingestellt und in diesen Topf kommt Milch, Speisestärke, Zucker, eine Prise Salz, ein Ei, und dann schiebe ich einmal kurz den Topf beiseite, denn jetzt brauchen wir als nächstes eine Vanilleschote und die schlitze ich mir jetzt einmal hier in der Mitte einmal längs auf und dann kratze ich einfach mit dem Messerrücken das Mark heraus. Ja, also so sieht das dann aus. Das kommt einfach hier mit zu der Milch. Und die Schote, die gebe ich auch jetzt hier noch mit in den Topf. Und das Ganze wird jetzt erst einmal richtig schön glatt gerührt. So, den Topf habe ich jetzt auf den Herd aufgestellt, denn das Ganze muss jetzt aufkochen, damit das Ganze ja abbinden kann. Und ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, das immer mal wieder umzurühren, damit eben auch nichts am Boden anbrennt. Und genau, das muss jetzt erstmal aufkochen. So, wenn das Ganze aufkocht, dann seht ihr richtig, wie das richtig schön dick wird. Und ich lasse es dann immer noch mal für so ungefähr eine Minute weiterköcheln, einfach um sicher zu gehen, dass wirklich auch die Stärke richtig abgebunden hat. So, den fertigen Pudding, den gebe ich mir jetzt einmal in eine Schüssel. So, dann streiche ich mir den einmal so ein bisschen glatt. Die Vanilleschote habe ich übrigens noch drin gelassen, denn die gibt noch ordentlich Aroma ab. Und dann nehme ich mir einfach so ein Stück Frischhaltefolie und decke damit den Pudding ab und lege vor allem die Folie auch direkt oben auf die Oberfläche, denn so verhindert ihr einfach, dass der eine Haut bildet. So, und den stellt ihr jetzt erstmal beiseite, denn der muss komplett auf Zimmertemperatur abkühlen. So, weiter geht's jetzt mit dem Krokant und dazu habe ich mir hier schon mal ganze Haselnüsse bereitgelegt. Die werde ich jetzt gleich hacken. Ihr könnt natürlich auch schon fertig gehackte Haselnüsse kaufen. Ich persönlich finde aber, dass ganze Haselnüsse deutlich aromatischer sind. Und ich mag das auch, dass wenn man das selber hackt, dass das dann alles nicht so regelmäßig aussieht. Also es ist für mich auch eine optische Sache. Und wie gesagt, die Haselnüsse, die werden jetzt als erstes gehackt. So, als nächstes habe ich mir eine Pfanne auf dem Herd aufgestellt und da kommen jetzt erstmal die gehackten Haselnüsse hinein. Und dann schalte ich den Herd ein und dann lasse ich sie erstmal so für so ein paar Minuten richtig schön anrösten. Und zwar so lange, bis sie so ein richtig intensives Nussaroma wahrnimmt. So, wenn das Ganze dann so ein paar Minuten geröstet hat, also wie gesagt, ihr merkt es schon am Geruch, dann kommt da jetzt Zucker dazu. Und so eine Prise Salz. Und dann müsst ihr das Ganze jetzt richtig schön rühren, sodass der Zucker schmilzt und sich um die einzelnen Nussstückchen legt. So, und sobald halt ihr wirklich überhaupt gar keinen Zucker mehr seht und alle Nüsse von so einer ganz feinen Schicht überzogen sind, dann ist das Krokant auch schon fertig und das stellt ihr jetzt erstmal beiseite. So, weiter geht's jetzt mit der Buttercreme. Ich habe jetzt hier meinen abgekühlten Pudding und da ziehe ich jetzt einmal die Frischhaltefolie ab. Und dann wird der Pudding richtig schön aufgeschlagen, damit er dann eine richtig schöne cremige Konsistenz hat und die Buttercreme nachher keine Klümpchen hat. Man sollte vielleicht vorher auch die Vanilleschote rausnehmen. So, als nächstes brauchen wir natürlich Butter und zwar solltet ihr darauf achten, dass sie eine richtig schöne weiche Konsistenz hat, also dass sie auf jeden Fall Zimmertemperatur hat
Und die habe ich mir hier schon mal in eine Schüssel reingegeben. Und die wird jetzt erstmal für ungefähr so 2-3 Minuten cremig gerührt. Und dann gebe ich nach und nach den Pudding löffelweise dazu. Denn als nächstes kümmern wir uns jetzt erstmal um den abgekühlten Kuchen. Den habe ich übrigens ungefähr so 10-15 Minuten erst in der Form auskühlen lassen. Und dann habe ich ihn aus der Form gestürzt, wie ihr seht, auf ein Abkühlgitter und habe ihn dann vollständig auskühlen lassen. Und der muss jetzt in 3 ungefähr gleich große Böden geschnitten werden. Ich mache das wie immer mit meiner Tortensäge. Ihr könnt aber natürlich auch ganz normal ein Messer nehmen. So, ich habe mir den unteren Boden jetzt einmal auf eine Tortenplatte gelegt und als nächstes brauchen wir Johannisbeergelee. Also klassischerweise wird der Frankfurter Kranz mit Johannisbeergelee gemacht. Ihr könnt aber natürlich auch andere Geleesorten verwenden oder Marmeladensorten, zum Beispiel Himbeere oder auch Sauerkirsche passt sehr gut zusammen oder auch Aprikose. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr möglichst eine Marmelade ohne Stückchen nehmt, denn die Stückchen, die stören doch nachher so ein bisschen. Ich würde euch allerdings auch empfehlen, eher eine säuerliche Marmelade zu nehmen, also wie gesagt Himbeeren, Johannisbeeren, Sauerkirsche oder so. Einfach damit das Ganze eben nicht zu süß wird, nachher mit der Buttercreme und auch dem Krokant, was hier noch außen rum kommt. Und deswegen eignet sich eben am besten wirklich eine schöne säuerliche Marmelade bzw. Gelee. Und damit wird jetzt der Boden eingestrichen. So, wenn ihr das Ganze dann mit der Marmelade bzw. Gelee eingestrichen habt, dann kommt da eine dünne Schicht von der Buttercreme drauf. So, wenn dann so ein bisschen Buttercreme oben drauf ist, dann gebe ich mir einmal den zweiten Boden oben drauf, schiebe den mir richtig schön zurecht und drücke den auch ganz leicht an. Und auch der wird natürlich mit dem Gelee eingestrichen und danach wieder mit Buttercreme bedeckt. So, dann kommt zum Schluss natürlich wieder der Deckel oben drauf. Dann streiche ich mir hier einmal mit so einem Messer einmal so außen rum, damit da eben das Ganze so ein bisschen, diese Ränder so ein bisschen verschlossen werden. Also ich zeige euch jetzt das mal eben von der anderen Seite, damit ihr das in etwa wisst, wie ich das meine. Also ich denke, ihr seht das jetzt. Und natürlich auch so ein bisschen, um die Ränder so ein bisschen zu säubern. So, und so stelle ich den jetzt erstmal in den Kühlschrank, damit die Buttercreme so ein bisschen fester werden kann, damit der Kuchen in sich einfach deutlich stabiler wird. Dann haben wir es nämlich nachher mit dem Einstreichen wirklich deutlich einfacher. So, ich habe das Ganze jetzt ungefähr 20 Minuten im Kühlschrank stehen gehabt und das Ganze ist jetzt auch schon deutlich stabiler geworden. Und jetzt werde ich den Frankfurter Kranz einmal dünn mit einer Schicht Buttercreme einstreichen. Hauptsächlich einfach, um die ganzen Lücken hier zu schließen und erstmal auch, um die Krümel zu binden. So, ich habe den jetzt schön dünn eingestrichen und so stelle ich ihn jetzt nochmal für ungefähr 20 Minuten in den Kühlschrank. Und
nach dem Kühlen wird das Ganze jetzt nochmal eingestrichen. Ich finde, beim Frankfurter Kranz muss das nicht hundertprozentig ordentlich sein, denn da kommt ja eh gleich noch der Krokant drüber. Deswegen muss das nicht super mega glatt und perfekt eingestrichen werden. Ihr solltet nur darauf achten, dass die Schicht halt jetzt ein bisschen dicker ist. Vorher haben wir die ja richtig schön dünn gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, streiche ich das Ganze jetzt ein. So, jetzt kommt eigentlich das Schwierigste an der ganzen Sache, und zwar muss der Frankfurter Kranz jetzt rundherum mit dem Krokant eingestreut werden. Wie gesagt, das lässt sich auch überhaupt gar nicht vermeiden, das ohne Sauerei hinzukriegen. Und zwar ist es am einfachsten, wenn ihr euch einfach die Tortenplatte so ja, in die Hand nehmt und dann nehmt ihr euch was von dem Krokant und dann drückt ihr das hier quasi so an den Rand. So, wenn der Frankfurter Kranz dann einmal rundherum richtig schön mit dem Krokant eingedeckt ist, dann geht es auch direkt weiter mit dem Verzieren. Und dazu habe ich mir im Vorfeld schon mal so ein bisschen Buttercreme in einen Spritzbeutel gefüllt, beziehungsweise in meinem Fall ja wie immer einfach einen Gefrierbeutel. Und da vorne habe ich eine französische Sterntülle dran gemacht. Und was ich mir ebenfalls vorbereitet habe, das sind hier diese kandierten Belegkirschen. Die gehören für mich einfach zum Frankfurter Kranz dazu, auch wenn ich sie persönlich überhaupt nicht mag. Aber sie gehören, finde ich, einfach dazu. Und ich werde mir jetzt mit der Buttercreme einmal hier rundherum so Tuffs drauf machen und die dann eben mit den Belegkirschen ja, belegen. Und damit ist der Frankfurter Kranz im Grunde genommen auch schon fertig. Allerdings muss er jetzt nochmal für mindestens eine Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden in den Kühlschrank, damit er eben richtig gut durchkühlen kann, damit eben die Creme richtig schön stabil wird und das Ganze eben beim Anschneiden nicht auseinanderfällt. Ja, und damit ist der Frankfurter Kranz auch schon fertig. Also wie gesagt, er ist nicht wirklich schwer zu machen, er ist halt nur aufwendig und auch zeitaufwendig. Aber ich würde sagen, trotzdem, ihr kriegt das alle hin, und ich habe jetzt hier mal ein Stück für euch abgeschnitten und da sieht man eben auch richtig schön die einzelnen Schichten. Man hat halt hier diesen richtig schönen saftigen und vor allen Dingen dieser Teig, der zergeht so richtig auf der Zunge. Also es hat eine ganz besondere Konsistenz. Dann dazwischen hat man die richtig schön säuerliche Johannisbeer-Konfitüre bzw. Johannisbeer-Gelee. Und dann hat man da den, die cremige Buttercreme, die bei mir übrigens, wenn ihr das gemerkt habt, deutlich weniger Butter enthält. Dadurch ist das Ganze viel cremiger meiner Meinung nach und auch nicht so schwer. Also ich mag das viel, viel lieber. Und dann hat man hier noch diesen richtig tollen Krokant. Und jetzt seht ihr, glaube ich, was ich meinte vorhin mit, dass ich das ganz gerne, dass ich das optisch halt ganz schön finde, wenn die einzelnen Stückchen, Nussstückchen, alle eine unterschiedliche Größe haben. Dadurch wirkt das Ganze ein bisschen rustikaler, finde ich. Und ich finde, es macht einfach wirklich gleich viel, viel mehr her. Und mir gefällt es halt richtig, richtig gut. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass dieses Video und auch das Rezept euch gefallen haben. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein kleines Däumchen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir auch direkt ein Abo da.
Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachbacken. Und wenn ihr das Ganze nachgebacken habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Oder schickt mir auch gerne ein Foto davon auf meine Facebook-Seite oder auf meine Instagram-Seite. Das ist natürlich beides auch wieder unten in der Infobox verlinkt. Genau, wie gesagt, viel, viel Spaß beim Nachbacken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.